Ich möchte jetzt mit euch eine Heilreise machen zum Thema Staphysagria, aber eigentlich noch viel mehr zum Thema unseres aktuellen Weltproblems. Da ich mich jetzt selbst aufnehme, so schade ich das auch finde, wenn ihr nicht auf dieser Aufnahme drauf sein müsst, wollt, müsstet ihr jetzt erstmal kurz eure Bildschirme ausstellen. Wenn euch das nichts ausmacht, dass ihr da irgendwie im Hintergrund seid, könnt ihr die gerne lassen. Aber wer da nicht mit drauf sein will, bitte jetzt kurz die Bildschirme ausstellen. Weil ich möchte diese Reise wirklich in meinem Facebook posten, dass diese Reise viele Menschen machen können. Es gibt ja Menschen, die auf unterschiedlichste Art und Weise auf die Problematiken, mit denen wir gerade konfrontiert werden, umgehen. Manche finden es richtig. Okay, ich will es gar nicht bewerten. Die müssen das, was ich jetzt hier vormache, nicht nachmachen. Manche gehen da in eine große Kraft, in einen großen Widerstand und fangen an zu demonstrieren, fangen an Petitionen zu machen, gehen vor den Bundesgerichtshof oder. Und dann gibt es andere Menschen, vielleicht Staphysagria-Menschen, die damit alles Probleme haben. Also die haben Probleme, auf Demos zu gehen, weil da haben sie primär Angst vor. Die haben auch Probleme, Petitionen einzureichen und Probleme gegen 2G-Regeln beim Bundesgerichtshof Einspruch zu erheben. Aber auch diese Menschen können auf eine sehr stille und überhaupt nicht weniger wirksame Art und Weise etwas dafür tun, dass die Welt besser wird, dass die Welt heilt, dass diese Ungerechtigkeiten, unter denen sie leiden, sich verändern. Und da gibt es ein wunderbares, magisches Format, was ich wahnsinnig liebe. Und das ist die sogenannte Timeline in eine geheilte Zukunft. Ich habe diese Timeline gelernt von meiner wunderbaren schamanischen Gefährtin Beate Latour, Dr. Beate Latour, und habe selbst mit dieser Timeline große Heilung erlebt. Das heißt, ich bin in einer Situation, die ist schmerzhaft. Ich bin in einer Situation, die ist bedrohlich. Ich bin in einer Situation, die ich wirklich verändern will. Aber ich bin kein Demonstrant, ich bin kein Jurist, ich bin auch kein großer Kämpfer. Aber ich möchte trotzdem, weil ich dem Krüger glaube, einen Beitrag leisten, dass diese Welt wieder gesünder wird, dass diese Welt wieder heiler wird, dass diese Welt wieder gerechter wird. Ich möchte einen Beitrag leisten, dass G2 weg ist, dass am besten alle Gs weg sind. Und ich möchte meine ganze Kraft einsetzen, meinetwegen für das schwedische Modell und für homöopathische Volksambulanzen. Dass es überall da, wo es meinetwegen Testkabinen gibt, auch immer eine homöopathische Volksambulanz gibt, wo Menschen kostenlos homöopathisch behandelt werden, wo Menschen kostenlos unsere Kampfersäckchen kriegen, Kampfersäckchen als epidemische Vorbeugung bei mir auf meiner magischen Bibliothek, das ist mein YouTube-Kanal, einfach eingeben Kampfersäckchen oder überhaupt eingeben bei Wikipedia, Krüger Kampfersäckchen, und dann kriegt ihr alle Informationen zur Anwendung des Kampfersäckchens. Also das möchte ich. Und ich möchte eine Welt, wo durch Magie, durch Homöopathie, durch einfach gesunde und menschenfreundliche Maßnahmen, wenn ich denn daran überhaupt glaube, die Inzidenz auf 5 sinkt und wir dann endlich einen Freedom Day feiern können und die Maßnahmen alle aufgeben können. Das möchte ich. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja völlig unrealistisch. Ja, ist es. Aber ein großer Mann hat mal gesagt,
oder ich glaube, es war sogar Che Guevara. Seien wir realistisch, wagen wir das Unmögliche. Oder ein anderer Lehrer von mir hat mal gesagt, Freiheit entsteht da, wo wir das Undenkbare denken. Also es ist wirklich undenkbar, dass übermorgen dieses Virusproblem weg ist. Aber wir können es denken. Und wenn wir jetzt nicht sagen, wir müssen dagegen kämpfen und wir müssen das und das und das, sondern wenn wir einfach sagen, ich denke jetzt eine geheilte Zukunft. Ich denke jetzt eine Zukunft, in der Homöopathie und Schamanismus und bändersches Klopfen die vorherrschenden medizinischen Formate sind. Wenn ich das denke, dann verändert sich einmal was in meinem Energiefeld, aber aus mir heraus verändere ich das morphogenetische Feld, was mich umgibt. Es gibt verschiedene Meditationstechniken. Ich kenne zum Beispiel eine, die transzendentale Meditation, die haben immer gesagt, wenn von einem Kollektiv 5% der Menschen meditieren, dann verändert sich fast in einem Switch, das gesamte Energiefeld. Also wenn ich nicht denke, ich bin gegen etwas und ich bin irgendwie jetzt ein Guerilla oder. Das ist alles in Ordnung. Kann sein, dass das auch richtig ist. Ich will es gar nicht beurteilen. Ist halt nicht mein Weg. Sondern wenn ich anfange zu denken, erstmal muss ich total meinem Eugen mal einen dicken Kuss auf seine Stirn geben. Eugen guckt gerade zu. Und ich weiß, Eugen ist einer meiner kraftvollsten Zauberer. Und wenn Eugen jetzt hier gleich mitmacht, wird das Ding nochmal um ein Vierfaches quadratiert. Also Eugen, Hex, Hex, freue mich total über deine Treue und über dein Dasein. Also, ich leite euch jetzt an in eine Timeline, in eine Wirklichkeit und ihr bestimmt, wann die gezündet ist. Inzwischen, ob das jetzt nächste Woche ist oder ob das ab morgen ist oder ob das in 4 Wochen ist, das könnt ihr im Grunde entscheiden. Ich sehe gerade diesen schönen Satz von Pippi Langstrumpf, ist der, glaube ich. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Also man könnte diese Arbeit auch nennen, frei nach Pippi Langstrumpf, ich mache mir diese Welt, wie sie mir gefällt. Und ich bin nicht gegen etwas, sondern ich bin für etwas. Und in dieses Für lasse ich alle Energie reinfließen, die ich gerade habe. Ich bin für etwas. Und für etwas wird meine Energie jetzt benutzt. Ihr nehmt einfach eine bequeme Haltung ein. Ihr könnt während der Timeline, wenn ihr wollt, dieses bändersche Thymusklopfen machen. Ihr könnt auch aber einfach nur euch auf meine Rassel konzentrieren. Richard, kannst du mir mal kurz ein Feedback geben? Wenn ich rassle ganz leise, kannst du mich trotzdem gut verstehen? Ja. Kannst du, gut. Die Trance würde auch wirken ohne Rassel, aber in meiner Wirklichkeit hat die Rassel auch nochmal eine quadratierende Wirkung auf das, was ich sage. Also ihr setzt euch bequem hin und stellt euch dann eine Timeline vor. Eine Timeline ist im Grunde eine ununterbrochene weiße Linie, die vor euren Füßen nach rechts und nach links geht. Und nach links geht diese Timeline in alle eure Vergangenheiten, die uns aber heute nicht interessieren. Nach rechts geht die Timeline in alle eure Zukünfte. Und da wollen wir uns heute eine Zukunft kreieren, eine Zukunft erdenken, eine Zukunft erschaffen, einer für uns total gerechten Welt, in der das Corona-Problem zu 100% gelöst ist. Und wenn ihr da sitzt und diese Timeline imaginiert, dann entscheidet euch als erstes für einen Zeitpunkt, an dem das genauso sein wird.
Also mein Zeitpunkt wird sein in 4 Wochen. Heute in 4 Wochen ist diese Welt von dem Corona-Problem geheilt und alle Ungerechtigkeiten, die es auf dieser Welt gibt, und damit meine ich jetzt nicht nur die Ungerechtigkeiten, die mit Corona zu tun haben. Damit meine ich auch die Ungerechtigkeiten, die zu tun haben mit völlig ungerechter materieller Verteilung auf dieser Welt, die Ungerechtigkeiten, die ich meine, für indigene Völker, Ungerechtigkeiten für Frauen gegenüber, Minderheiten gegenüber. Also ihr könnt diese Timeline jetzt jeden Tag 2-mal machen und bei jeder Timeline verändert ihr mit euren Gedanken eine Ungerechtigkeit. Und ich bin mir sicher, wenn alle Engelwölfe, wenn alle SAS-Schüler und ehemaligen SAS-Schüler das machen, dann verändern wir damit radikal die Welt. Weil das, was wir denn machen, pflanzt sich so fort, wie sich in manchen Statistiken dieser Virus fortpflanzt. Also, als erstes entscheidet euch für irgendein Datum, wo ihr hinreist. Mein Datum ist in 4 Wochen und in 4 Wochen werden alle Maßnahmen abgeschafft, die mit dem Virus zu tun haben, weil selbst für die radikalsten Schulmediziner wird dieser Virus in 4 Wochen alles Bedrohliche verloren haben. Und dann geht ihr auf diese Zeitlinie und geht zu dem Datum, was ihr euch ausgedacht habt. Übermorgen, in 14 Tagen, in 4 Wochen, in einem halben Jahr, in einem Jahr. Macht es nicht zu lange, weil wir alle leiden ja unter dieser Situation massiv und wir alle wollen die Ungerechtigkeiten, die diese Situation mit uns in sich gebracht haben, heilen und auflösen. Und wenn ihr dann bei diesem Datum angekommen seid, dann stellt euch vor, wie diese Welt, in der es keine Ungerechtigkeiten mehr gibt, und heute beziehen wir uns einfach mal auf die Ungerechtigkeiten, die mit Corona zu tun haben, wie diese Welt aussehen wird. Und ich stelle mir vor, in 4 Wochen gehe ich morgen an mein Handy und dann sehe ich eine Nachricht von unserem Gesundheitsminister, Professor Lauterbach. Und in dieser Nachricht gibt er bekannt, dass ab dem heutigen Tag alle Corona-Maßnahmen eingestellt werden können, weil Corona überhaupt keine Gefahr mehr darstellt. Und er sagt, dass er Kontakt hatte mit der Samuel-Hahnemann-Schule und diesem verrückten Zauberer Krüger. Und dass er fest daran glaubt, dass diese Timelines, die der jetzt immer macht, zusammen mit seinen durchgeknallten Schülern, diese Viruswirklichkeit massiv verändert haben. Und er gibt bekannt, dass ihm das total leid tut, dass er bis jetzt so ein Homöopathiefresser war. Dass er aber fest davon überzeugt ist, aus eigenem Erleben, dass die Homöopathie hier und auch die chinesische Medizin, auch die europäische Kräuterheilkunde einen unbeschreiblichen Beitrag liefern kann und dass er deswegen angewiesen hat, unter Mitarbeit der Homöopathiedozenten der Samuel-Hahnemann-Schule europaweit und vielleicht sogar auch EU-weit homöopathische Volksambulanzen zu erschaffen, in der Menschen kostenlos homöopathisch behandelt werden, aber auch vorbeugend alle Maßnahmen aus den eben erwähnten Therapierichtungen kostenlos genießen können. Und ich stelle mir jetzt vor, wie diese homöopathischen Volksambulanzen aussehen. Dass in jeder homöopathischen Volksambulanz auch noch ein Tester ist,
der individuell für jeden, der da hinkommt, testet, welche Art von Prophylaxe, welche Art von Therapie optimal ist. Und alle von euch, die was übers Testen lernen wollen, gehen in meine magische Bibliothek und geben da einfach an, testen. Und ihr findet dann ganz viel Videos, auch unser hochverehrten Dr. Susanne Schamfuß, wo sie uns in den unterschiedlichsten Settings das Testen beigebracht hat. Also, sucht euch diese Testvideos oder geht in die Testkurse von unserer hochverehrten Erzoberhexe Heidi Barth, wo ihr ganz gezielt das Testen erlernen könnt. In meiner Timeline wird die Heidi über Internet, Zoom kostenlose Kurse machen, wie man testet. Und die Nicole Schollmeier wird auch solche Kurse machen, wie man testet. Und die Mia Kochendörfer wird auch solche Kurse machen, wie man testet. Und es gibt dann einen eigenen Kanal in meiner geheilten und gerechten Zukunft, wo Naturheilkunde vorgestellt wird. Meine Conny Bondorf wird ein eigenes Sendeformat haben, wo sie die Anwendung ätherischer Öle vorstellt, auch gerade in Beziehung auf Corona. Ich habe von Conny einen Diffuser, einen Zerstäuber bekommen, wo ich immer wieder in meiner Praxis ätherische Öle verdampfe, von denen wir wissen, dass sie total antiviral wirken. Also merkt euch den Namen Conny Bondorf. Befreundet euch mit ihr bei Facebook. Da gibt es ganz viel Infos zu ätherischen Ölen. Massagen mit ätherischen Ölen. In meiner Zukunft hat jeder Bundesbürger einmal in der Woche einen Anspruch, eine Aroma-Touch-Massage zu kriegen. Und Conny kriegt von uns den Auftrag, wir sind jetzt auch im Expertenteam von der Bundesregierung drin, Kurse zu machen, dass wir ganz viele Aroma-Touch-Masseure und Masseurinnen haben, um das Wunderbare unserer Bevölkerung weiterzugeben. Schmückt euch eure Zukunft aus. Schmückt euch eine Zukunft aus ohne Maske. Vielleicht maximal mit einem Kampfersäckchen oder mit einem leichten Nasenzerstäuber für En Garde. En Garde ist von euch, wa? Ist doTERRA. En Garde, O-N und dann Garde. Ein wunderbares ätherisches Öl, eine wunderbare Mischung zur Prophylaxe von Erkältung, Grippe, Corona, Covid etc. Und dann stellt euch vor, wie im Fernsehen die Vertreter der Schulmedizin gemeinsam sitzen mit uns, mit den Vertretern einer alternativen, menschengerechten Medizin und wo wir gemeinsam nach Wegen finden mit Schnittmengen, die für uns alle gut sind. Also in meiner Welt in 4 Wochen gibt es gleichzeitig noch ganz viele neu eingerichtete Runden, Kreiskultur, wo sich alle die Menschen wieder begegnen können und sich vertragen können, die sich durch den Spaltdämon, der sich Covid untertan gemacht haben, zerstritten haben, zerstört haben. Mein geistiger Lehrer Vaivamos hat dir den Hinweis gegeben, dass das Schlimmste an Corona die Zwietracht ist und die Spaltung, die durch diesen Virus in unsere Welt gekommen ist. Und stellt euch vor, oder ich stelle mir vor, in meiner Timeline, dass ganz viele Kreise überall auf der Welt entstehen. Ausgehend vielleicht auch von der Samuel-Hahnemann-Schule und unserer Kreiskultur. Und in diesen Kreisen diese Zwietracht überwunden wird.
Ja, und dann stelle ich mir einfach vor, dass diese Reise, diese Timeline in eine gute, gerechte Zukunft jeden Tag von 25 Millionen Menschen gemacht wird. Und diese Information von Gerechtigkeit, Covid-Heilung und einer neuen, lichten Welt von diesen 25 Millionen Menschen täglich ins epigenetische Feld gegeben wird. Das stelle ich mir vor. Das ist meine völlig durchgeknallte Vision, das Unmögliche, was ich denke und was dadurch zu einer totalen Realität wird. Und ihr könnt diese Timeline jeden Tag machen, zweimal, dreimal. Und einmal könnt ihr euch vornehmen, eine gerechtere Welt für die T-Shirt-Näherin in Bangladesch, eine gerechtere Welt für die Orang-Utans in Borneo, denen ständig der Regenwald abgeholzt wird, eine gerechtere Welt für alle Minderheiten, alle queeren Menschen, die immer noch auf dieser Welt unterdrückt werden, ob in Polen oder in Russland. Also ihr könnt Arbeiter des Lichts werden, indem ihr dieses Format einfach benutzt, um diese Welt gerechter zu werden. Und trotzdem könnt ihr, wie Claire schreibt, immer faire, vegane Kleidung kaufen. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Und ihr könnt auch demonstrieren und trotzdem diese Reisen machen. Ihr könnt vor das Bundesverwaltungsgericht gehen und trotzdem diese Reisen machen. Wir müssen nicht nur ein Format anwenden, wir können ganz viele Formate anwenden. Aber ich habe schon so viele Menschen erlebt, die durch dieses Format ihre individuelle Lebenssituation total heilsam verändert haben. Und ich weiß, dass wir auch kollektive Dinge durch dieses Format verändern können. Und ich lade euch einfach ein, alle meine Schüler, alle meine Facebook-Freundinnen, stimmt mit uns ein in diese wunderbare, magische Wandlungsarbeit. Meine Gefährtin, Frau Dr. Beate Latour, hat, als sie in ihrer Praxis angefangen hat, Schamanismus zu machen, ein Jahr lang mit allen Patienten diese Reise gemacht. Mit allen. Und sonst nichts anderes schamanisch. Ein Jahr lang hat sie nur das gemacht. Und wenn die Patienten nach 14 Tagen wiederkamen, um sich ihr homöopathisches Mittel abzuholen, dann haben ganz viele Patienten erzählt, dass alleine durch diese Reise ihr Leiden, ihre Krankheit, ihre Wirklichkeit, ihre Beziehungskonflikte sich total verändert haben. Ich freue mich, dass gerade Karin da ist. Hey, hey, du große Hexe, ich grüße dich. Susanne Agnes, hey, hey, du große Hexe, ich grüße dich. Du bist auf Facebook immer eine unbeschreibliche Freude für mich, wenn ich deine Postings sehe. Du machst ganz viel Lichtarbeit in Facebook. Darum versuche ich zum Beispiel, mich völlig rauszuhalten aus diesen ganzen Verunglimpfungen und Niedermach-Posts, die ja leider die Atmosphäre total vergiften und total viel Zwietracht sehen. Und ich versuche gerade in dieser Zeit, so schwer es auch fällt, mich ganz auf die Seite des Lichts und mich ganz auf die Seite der Hoffnung zu stellen und ganz auf die Seite der Wertschätzung mich zu stellen. Und ich übe mich wirklich mit jeder Faser meines Körpers, das scheinbar mir total fremde Denken trotzdem zu verstehen. Schattenatter mit Professor Lauterbach. Heilarbeit mit meinem inneren Minister Spahn oder Ex-Minister Spahn. Alles heilende, verwandelnde Arbeiten. Und ich versuche wirklich, niemand die Redlichkeit abzusprechen. Das ist oft sehr schwer, aber ich versuche es. Und mit der Timeline habe ich die Möglichkeit, in alle Strukturen hineinzugehen.
und alle Strukturen zu verwandeln. Und wenn die Timeline beendet ist, könnt ihr eine kleine Abschiedsgeste machen. Ihr stellt euch vor, ihr nehmt eine durchsichtige Tüte. Ich habe noch gelernt Plastiktüte, aber das ist 15 Jahre her. Man kann auch eine durchsichtige Reisstrohtüte nehmen. Man stülpt diese Tüte über das Bild des Wunders, über das Bild einer gerechten Welt bei mir in 4 Wochen und bindet die Tüte dann unten an der Timeline fest, dass das Bild eine Fixation hat in 4 Wochen. Und dann sprecht ihr nochmal zu diesem Bild, Bild meiner Zukunft, Bild einer gerechten, Corona-freien Welt, Bild, wo Homöopathie, chinesische Medizin, europäische Heilkunst neben der Schulmedizin gleichberechtigt angewendet wird. Bild, was ich jetzt erschaffen habe, ich gebe dir die Ehre und ich nehme dich an zu 100% und ich zünde dich und ich vibriere dich zu 100% unverleugnet. Ab heute bist du meine eigentliche Realität. Ab heute bist du die Wirklichkeit, die mein Leben mit am meisten prägt. YY korrigiere. Die Timeline zu einer gerechten Zukunft, zu einer Corona-freien Welt oder einer Welt, in der Corona keine Bedrohung mehr darstellt, zu 100% gezündet, vibriert, zu 100% unverleugnet, YY korrigiere. Es gibt auf meiner magischen Bibliothek oder in meiner magischen Bibliothek, besonders wenn ihr den Blog anklickt, Worte wieder des Wütens, mehrere solche Timelines betreffs Corona, die ich in unterschiedlichen Zeitkontexten machte. Ihr könnt die euch auch ruhig mal angucken und die dann einfach mitmachen. Ich grüße Anja, aho. Ich vermisse dich sehr, Anja, und ich hoffe, dass wir uns bald wieder mal in Hessen sehen. Ja, und ich fordere wirklich alle Engelwölfinnen, meine ganze Buck-Familie, alle ehemaligen Schüler und Kolleginnen der Samuel-Hahnemann-Schule auf. Unterstützt uns in dieser Zauber- und Wunderarbeit. Haltet es nicht für Spinnert und Abifahren, sondern glaubt daran, dass das Buddha-Wort wirklich stimmt. Der Geist entscheidet, du wirst, was du denkst. Denken erschafft Wirklichkeit. Denken erschafft Realitäten. Genauso wie Taten. Denken ist immer eine Tat. Alleine denken ist eine Tat. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Und ich wünsche uns allen, dass dieser Corona-Spuk sich wirklich unter der Mächtigkeit unserer Gedanken auflöst. In dem Sinne mögen alle Menschen Frieden finden. Aho, euer Andreas.